Hallo, herzlich willkommen zur 108. Folge von Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Es ist unser Credo, das wir heute erweitern wir haben den Film ausnahmsweise schon gesehen, über den wir heute reden, sitzen nicht an einem Ort und nehmen deshalb über die Internetverbindung auf. Also ganz anders heute alles. Und das bedeutet auch, dass ihr mal ganz genau aufpassen könnt, ob wir so kurze Momente der Abwesenheit haben oder wir plötzliche Eingebungen haben, wie ein bestimmtes Trivia zu dem Film oder ein unbekannter Nebendarsteller uns plötzlich einfällt. Dann haben wir schnell heimlich Google benutzt. Ist für mich tatsächlich immer eine gewisse Herausforderung. Wir haben auch keine Sichtverbindung. Ist jetzt nicht irgendwie per Skype, dass wir uns ins Gesicht gucken, sondern wir lauschen nur einander. Und ich gehöre mal so zu den Leuten, die, wenn sie nicht beobachtet werden, dann versuchen immer noch was anderes zu tun, obwohl ich das eigentlich nicht kann. Ich muss dir eigentlich sehr aufmerksam zuhören, damit das Gespräch funktioniert. Ja, ich sage ja schließlich auch nur wichtige Sachen. Zum Beispiel, dass wir heute uns beschäftigen wollen mit The Man Who Fell to Earth, der Mann, der vom Himmel fiel, von Nicholas Roeg geschrieben, in der Hauptrolle David Bowie, der verstorben ist am 10. Januar 2016. Tja, da war das durchaus mal eine angemessene Maßnahme, dass hier in Rostock im Livo der Film gezeigt worden ist und es im Anschluss gleich auch noch eine David Bowie Musikparty gab. Genau, und die auch sehr, sehr ordentlich besucht war. Das war ein schöner, schöner Abend. Vielleicht ein bisschen lang für mich. War ich dann auch froh, als ich hinausgekommen bin, so als die ersten Vögelchen schon wieder anfingen zu zwitschern. Es war sehr schön, hat Spaß gemacht. Du warst ja leider ein bisschen anderweitig eingespannt. 54 Stunden ununterbrochene Stafettenlesung Peter Weiß, die Ästhetik des Widerstands. Ich finde, es gibt manchmal so Parallelwelten, mir vorzustellen, dass während ich diesem Textungetüm irgendwie ein Stückchen näher gerückt bin, andere Leute gerade zu David Bowie ihr Tanzbein geschwungen haben. Also das hätte man als Parallelmontage sehr kontrastreich mal anbieten können. Ja, ich lasse auch gleich noch los. Die Jungs vom Bahnhofskino, Patrick und Daniel, haben sich in Folge 154 vom 22. Januar 2016 auch schon mit dem Film Der Mann, der vom Himmel fiel, auseinandergesetzt. Also da könnt ihr auch reinhören. Das gibt dann noch mehr Input zu diesem Film, als könnte man nicht genug Input dazu bekommen. Ja, sag mal, wir legen bestimmt gleich los. Ich würde kurz einfach mal ein kleines Dankeschön ausdrücken wollen, dass wir eine lebendige Kommentarspalte bei uns auf der Webseite wiederaufführung.de haben. Und das liegt eigentlich vor allem an Dennis Neiss. Und also wirklich großes Danke für das aufmerksame Hören und anschließende Kommentieren. Ich lerne oft was, wenn Dennis kommentiert. Dann gibt es einfach manchmal Hintergrundinfos, die mir in dem Moment nicht bewusst waren. Und immer wieder auch tolle Empfehlungen. Also ich will das mal kurz nur kurz reinschmeißen. Zum Beispiel gab es nochmal eine Empfehlung von einem Film von Peter Yates, Wobbly, oder The Friends of Eddie Coyle, sehe ich gerade. Und das sind tatsächlich auch Filme, die auf einer der zahlreichen meiner Watchlisten draufstehen. Irgendwann, irgendwie. Und vielen Dank dafür, weil auch wenn wir da jetzt gar nicht so, gar nicht immer so wahnsinnig viel darauf eingehen auf unserem Blog, gelesen wird das alles und wir empfinden das auch, also ich empfinde es immer als große Wertschätzung auch, dass ihr überhaupt so aufmerksam zuhört. Ja, ich war auch überrascht, ich habe neulich mal wieder so auf die Abrufzahlen geschaut und die Kinocharts 79, die stachen irgendwie deutlich heraus, ist mir da so, ja, war mein Eindruck. Ich nehme an, das hat wahrscheinlich auch was mit den Interessen unserer Zuhörer zu tun, weil ich glaube, 70er sind auch so immer wieder ganz stark, heute auch eins hinzu. Seit unserer 100er Folge sind wir da ziemlich oft in diesem Bereich unterwegs. So mein Eindruck. Und 1976, das Jahr von Taxi Driver, verschlägt uns nach England und New Mexico.
mit dem Film Der Mann, der vom Himmel fiel. Ja, Christian, wann war denn deine letzte Sichtung? Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall gerne auch noch was von der von deiner hören. Und ich habe den gesehen auf der Berlinale dieses Jahr. Da war sozusagen das im Februar ja auch immer noch traurig frische Nachricht. Und das Interessante war, ich glaube, er wurde auch spontan ins Programm geholt. Das war, glaube ich, in zeitlich unmittelbarer Nähe. Das war kein von langer Hand geplanter Programmpunkt. Und die hatten dann auch einen interessanten Begrüßungsgast mit dabei. Da kam dann nämlich Dieter Kostlik zusammen mit Tilda Swinton auf die Bühne. Und Tilda Swinton hat da so, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, sie hat mehr so erzählt, dass sie oft mit ihm verglichen wird. Ich weiß gar nicht, ob sie ihm auch persönlich begegnet ist, wahrscheinlich schon, aber es war einfach sozusagen künstlerische Wertschätzung und es gab dann das Versprechen, dass wir die Original-Kinokopie von der damaligen Berlinale-Premiere 73 sehen würden. Das haben die versucht. 73? Nee, Entschuldigung. Wie bitte? 76. Ja, okay, da bin ich jetzt nur im Kopf verrutscht. ist 3 Jahre vorher schon gezeigt worden. Der Director's Cut mit irrigierten Penis. Nee, es ist so, dass dass sie dann da interessanterweise erstmal für 10 Minuten schwarz im Kinosaal gesorgt haben und der Kinosaal war der Friedrichstadtpalast. Wer da schon mal drin gewesen ist, das Ding ist riesengroß. Da, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn da auch 1000 Leute reingehen. Und es war, es ist sehr eng und es ist durchaus kein Ort, in dem ich gerne möchte, dass Leute irgendwie panisch irgendwo hinrennen, weil sie nichts mehr sehen und weil sie glauben, hier irgendwas ist kaputt gegangen. Und wenig später kamen dann die Informationen, dass wir jetzt gleich eine digitale Kopie sehen. Da war ich ja ein kleines bisschen enttäuscht. Aber ich habe dann eigentlich auch gedacht, da saß viel Publikum drinne, die, glaube ich, ja, durch, also irgendwie so breit interessiert waren und na, David Bowie, da müssen wir noch mal gucken. Und dann dachte ich, na, ob die gewusst haben, was die da erwartet, diese Breitseite von einem, ich würde das mal so sagen und meinen das wirklich voller Liebe, ja, von einem Experimentalfilm. Also ich glaube, ich habe viele verdatterte Gesichter gesehen. Was für Publikum war denn in Rostock? Ich fand, es war alterstechnisch sehr gut gemischt. Also es ist eine Vorstellung am Freitagabend um 22 Uhr gewesen, so mal zur Einordnung. Ja. Und in der Regel würde ich meinen, es ist eher noch so das studentische oder kurz zuvor studiert habende Publikum. Also noch nicht so alt, ich würde sagen eher unter 40. Und hatte jetzt aber das Gefühl, das war äußerst ordentlich gemischt. Also sowohl eben Bowie-Fans, eben auch schon mit einem gewissen Alter, als auch eben die, ja, noch jüngeren Bowie-Fans. Aber, also ja, ein breites Spektrum gefühlt auf jeden Fall. Hattest du auch wieder eine Einführung gegeben? Ja, ja. Und weil du ja eben schon sagtest, eben Experimentalfilmer, also ich hatte dann eben so ein bisschen gemacht, kurz Abriss sozusagen in Anführungszeichen Karriere von Nicholas Roeg, vom Tee servierenden Jungen zum Director of Photography und dann eben zum Regisseur, was ich vielleicht nicht so genau rausgestellt habe, dass ich eben eigentlich darauf hinaus wollte. Ja, also es ist jemand, der eben aus dem Bilder, von den Bildern herkommt und zum Regisseur geworden ist und nicht unbedingt vielleicht jetzt vom Drehbuch oder sonst wie. Und ich glaube, das war gar nicht so verkehrt im Sinne von, naja, die Story ist vielleicht nicht so wichtig. Also die spielt natürlich ihre Rolle und alles, aber ich glaube, das ist eben tatsächlich ein Film, der gesehen werden will und nicht erzählt. Ja, und während des Sehens sozusagen, wenn man es schafft, sich darauf einzulassen, bringt einen das halt auf eine emotionale Reise. Ich glaube, kommt auch der Romanvorlage dann in der Hinsicht auch recht nahe, die ja eigentlich auch vor allem die Innenansichten eines Wesens sind. Ich wollte gerade Mensch sagen. dass sozusagen sich sehr fremd unter Menschen fühlt und ja auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich ist. Und das Interessante ist, dass es ja wirklich eher so mit den Gefühlsregungen und den Haltungen sind so die großen Unterschiede. Es ist eben
kein Außerirdischer mit Tentakeln, der da jetzt runterfällt, aber mit einer Empfindsamkeit. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass quasi Nicholas Vogue diese Idee hatte, das also über Bilder zu transportieren. Ich meine, es hätte auch ein Film sein können, der voll geschissen ist mit Off-Kommentar oder sowas, ne? Aber genau das macht er nicht und das erzeugt auf jeden Fall Fragezeichen. Hattest du das Gefühl, die Leute sind, also wie, hast du ein bisschen merken können, wie die so rausgekommen sind aus dem Film? Gab es Abbrecher? Nee, also ich glaube, wenn, dann waren sie mindestens auch da, um danach eben noch so ein bisschen die Party noch kurz reinzugucken. Ja. Nee, Abbrecher nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass manche sich vielleicht gedacht haben, ich hatte was anderes erwartet. Ja. Aber ich meine, wir sind nun mal eher ein Arthouse-Kino, um das mal so zu umreißen. Und wie gesagt, hier, also die erste Regiearbeit von ihm hier mit Mick Jagger, die haben sie wohl erstmal 2 Jahre in den Schrank gestellt, bevor sie gesagt haben, den können wir jetzt mal langsam veröffentlichen. Ja. Also, dass einem da nicht Massenkompatibles unbedingt vor die Nase gesetzt wird, das war vielleicht dann noch zu erahnen nach meinen 3 Sätzen, die ich da losgelassen habe. Wir können ja mal auf uns selber sonst auch gucken, oder? Also weiß ja nicht, wie es dir so... Genau, du bist... Ach nee, ja. Du hast gesagt, du hast den zuletzt auf der Berlinale gesehen. Das vielleicht auch noch zu der... Wir hatten eben auch die neue 4K-Abtastung. Ja. Die neue Restauration. Und glücklicherweise hat man da nicht einfach nur geputzt und gebonert und dass das alles blitzt und glänzt, sondern man hat... Also Korn ist auf jeden Fall dabei und vor allem sind auch so 1-2 Laufstreifen immer mal wieder aufgetaucht. Ah, ja. Ich meine, also ich bin mir übrigens nicht sicher, was wir da auf der Berlinale gesehen haben. Es gab Momente, in denen ich fast befürchtet habe, dass wir da glatt eine Blu-ray, so eine Backup-Blu-ray geguckt haben. Mhm. Es gab so 1-2 Sachen, die mich immer nerven bei digitalen Kopien, dass an den Kontrasten nochmal so doll gedreht wird, wie es also keine gute Idee mehr ist, wenn es digital vorliegt, also sprich, es fangen an, die Highlights, also die hellen Punkte so ganz weiß auszubrennen, also wenn das Korn quasi völlig verschwindet an Punkten, an hellen Punkten, dann weiß man eigentlich, das kann so nicht sein, weil das Korn ist ja eigentlich immer da. Und manchmal sah es ein bisschen so aus. Es klingt eigentlich ganz gut, wenn sie da geschafft haben, nah dran zu bleiben, weil der Film ist auch ein bisschen schmutzig. Also der hat, also es ist hochästhetisch, ja. Aber manchmal, also es gibt so Unterbrechungen, dann ist es plötzlich eine rohe Handkamera. Es wird ja teilweise auch mit Archivmaterial, zumindest gleich am Anfang auch gearbeitet. Manche Einstellungen, manches Landschaftsbild oder so. Also es ist schon, ich kann mir vorstellen, dass es da im Schneideraum manchmal wirklich auch sehr, sehr, ja, also da wurde, glaube ich, viel ausprobiert und vielleicht lag da auch mal was noch etwas länger rum oder vielleicht wurde so lange drauf rumgetrampelt, bis es irgendwie gepasst hat. Also das ist zumindest so eine sinnliche Art, da ranzugehen. Also ich glaube, das ist ja das, was dann Menschen ja auch ganz schön irritieren kann, weil es, ja, weil man vielleicht manchmal nicht hundertprozentig sicher sein kann, wo will der Film gerade mit mir hin? Warum schaue ich gerade den so ins Gesicht? Warum schaut dieser Mensch gerade in die Kamera? Oder es ist, sind schon ordentlich Irritationen am Start. Ja, was mir eben aufgefallen ist, oder dadurch, dass ich den auf Deutsch so reingeschaut hatte und dann eben das Original, ich habe dann eben auch mitgeschaut oder konnte mitschauen am Freitag da, das Wort Alien, was du halt nicht eins oder eins oder was sich natürlich 1:1 übersetzen lässt ins Deutsche, aber meist eigentlich wesentlich bedeutungsvielfältiger daherkommt im Englischen. Also wenn er eben als Alien angesprochen wird, sowohl ja außerirdischer, Ausländer, Fremder einfach nur, während dann eben im Deutschen, da ruft sie seine Freundin da eben danach auch mal, du bist Ausländer oder so. Ich dachte, oh, das klingt komisch. Und ja, weil es auch eben einfach nicht dieses Spektrum abdeckt, das mit Ausländer ist da eben nicht gemeint, sondern diese Mehrdeutigkeit, was da eben nicht ganz, leider nicht, was man da nicht greifen kann in dieser Übersetzung dann. Ja, ich überlege jetzt gerade, habe ich dich jetzt gerade richtig verstanden? Also das wird in der, wie wird es jetzt im Deutschen übersetzt? Na, unterschiedlich, also einmal heißt also wirklich, glaube ich, eine Fremder und in der einen Szene sagt eben die Mary Lou, mit der er da eben ja diese Liebesgeschichte hat, sagt sie ihm dann, du bist Ausländer. Ja, okay, ich verstehe. Ja, ist krass. Dann versuchen sie es, also, wo sie denken, haben, dass es jetzt mehr darum geht. Ja, aber es geht natürlich um die Gleichzeitigkeit der Dinge, ne? Das ist. Ja, ja. Also, ja. Okay. Es ist natürlich nicht verkehrt in dem Sinne, dass er sich als Engländer ausgibt, aber ich
Das ist ja noch kurz bevor er sich ihr zu erkennen gibt, also in seiner ureigentlichen Form. Ja. Und also insofern passt es natürlich, aber das Alien im Englischen ist da natürlich deutlich facettenreicher, mehrdeutiger. Einfach, das ist mir eben aufgefallen. Ja, schade. Die Synchro an sich war, wie das für Deutschland eigentlich eben üblich ist, sehr professionell gemacht, aber naja, reicht da eben nicht so ganz heran. Deswegen war das schon deutlich interessanter und gerade dann auch mit dem Zusammenspiel große Leinwand wesentlich intensiver das Erlebnis dann auch des Films. Vorher nicht verschwiegen, ja. Ja, und also mir ist zum Beispiel deutlich früher dann aufgefallen, ich meine, dann wusste ich es auch, nachdem ich das gesehen hatte, dass David Bowie ja ständig unterschiedliche Pupillengröße und vor allem Augenfarbe hat. Das war mir so davor gar nicht, also bei der Erstsichtung erst relativ spät aufgefallen. Das ist einfach so ein Detail, was dann eben auf einem großen Leinwand deutlich leichter erkennbar ist. Und sowas zieht sich ja auch. Ja, ja, aber der Film spielt ja, also das wird ja, also ich glaube, selten habe ich das so sehr in Szene gesetzt gesehen, wie, also zumindest in keinem Spielfilm. Also auf einigen Fotos wird damit ja auch viel umgegangen. Ja, es ist ja wirklich, also David Bowie ist da ja auch auf ganz, es ist ja, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie mal zur Debatte stand oder so, aber also mir scheint schon, dass Nicholas Roeg auch also sehr bewusst dort David Bowie einsetzt. Also mit all dem, was David Bowie so an Ambivalenzen ja auch so mitbringt, eben nicht nur in den unterschiedlichen Augenfarben, sondern eben auch manchmal eine verwirrend schöne Unklarheit über Geschlecht und Sexualität, die also passt auf jeden Fall. Also er wirkt selbst auf jeden Fall auch wie ein sehr empfindsamer Mensch, der irgendwie nie so richtig scheinbar dazugehören kann oder auch vielleicht auch gar nicht will, aber auch ja vielleicht deswegen auch immer eine Perspektive auf die Welt hat, die für andere aufschlussreich sein kann. Auch wenn das eigentlich, tja, das Schicksal in dem Film ist für ihn ja auf jeden Fall so richtig, ja, es gibt, die Leute beuten ihn halt eher aus, als dass sie Lust bekommen, sich mit ihm auszutauschen. Ja, es ist, also, ja, diese Vermischung von Realität und Fiktion, ne, also das ist ja halt ein britischer David Bowie, der wohl zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere gerade dabei war, nach Amerika rüber zu schwappen und jetzt eben dieser Englishman in New Mexico ist. Ja. Also, dass da sich das eben doppelt, der Film, ja, eben auch wieder eine Form der Realität ist. Aber auch, ja, es stimmt, er wirkt immer wieder mal wie so ein Fremdkörper. Oder, ja, vielleicht auch wie der bessere Mensch, oder wie siehst du das? Könnte er den anderen ein Vorbild sein? Sollte er den anderen ein Vorbild sein? Ja, im Grunde genommen scheint ja fast die ganze Welt, aus der er kommt, ein Stück weit wie eine Vorbildsache sein. Ich merke gerade, dass mich die Erinnerung ein bisschen trübt, was wir über den Heimatplaneten wissen, also was ihn hat sozusagen. Also was ihn auf die Reise geschickt hat, so, also was fehlt dem Heimatplaneten so, ne? Also das Wasser. Das, ja, also genau, das, also diese große Dürre. Aber was hat dazu geführt? Also, weißt du, wie ich meine? Weil das, was wir an Familienerinnerungen sehen, wo wir ja natürlich auch nicht wissen, inwieweit sind wir ja ganz nah an David Bowie. Es ist ja so, es ist das, was sich in seinem Kopf abspielt, ob das tatsächlich eins zu eins Erinnerungen, sich so zugetragen hat, wissen wir nicht, aber da gibt's natürlich so eine, natürliche Verbindung, die da familiär zu sein scheint. Also davon könnten sich natürlich Menschen was abschauen, ne? Gerade Menschen, die hier viel sich ablenken, die in Beziehungen gehen, die Affären haben, die es irgendwie nicht richtig ernst meinen, ne, die nicht zu den Dingen stehen, die sie sagen. Also insofern, klar, ist er so ein bisschen wie der bessere Mensch. Aber irgendwas muss ja da auf dem Planeten auch passiert sein. Irgendwas hat da ja auch nicht hingehauen.
Er will halt seine Familie retten. Ne? Er kommt auf die Erde, um ein Raumschiff zu bauen, Wasser einzusammeln und mit dem Wasser wieder zurückzufliegen. Genau. Aber weißt du, was ich meine? Ne? Was hat den Mangel auf diesem Planeten erzeugt? Auf dem Planeten ausgeht. Also, weil der Planet, von dem er kommt, könnte ja auch wie das letzte Kapitel einer Bevölkerung sein, die. Also ich meine, irgendwann, glaube ich, wird, also das, was wir quasi sehen auf dem Heimatplaneten von David Bowie, ist, glaube ich, das, was in einer wahrscheinlich noch langen, aber doch nicht zu langen Zukunft auch auf der Erde mal droht. Da bleibt es dann auch wahrscheinlich bei so einem komischen Wüstenplaneten, wo nur noch einige wenige übrig bleiben und die besinnen sich dann vielleicht wieder noch auf so eine, was wir halt menschlich nennen, so, ne? So ein, ja. Ja, du hast eben schon angesprochen hier zum Thema Affären und Beziehungen eingehen. Ist ja auch eine Sache, die ich finde, die ist total stark dargestellt. Also diese Parallelmontage, wenn wir den Professor, Gott weiß der, Nathan Bryce, erstmal erleben, gespielt von Rip Thorne. Wenn er da mit den Mädels rummacht und David Bowie sitzt in diesem, japanischen Restaurant und beobachtet dieses Spiel der Akteure und wie das dann eben bild- und tontechnisch miteinander übereinander gelegt wird, das ist schon hochspannend und hochinteressant, dass man eben sozusagen bis zum Höhepunkt dabei ist, ohne dass man eigentlich was sieht. Oder dass man zumindest den Höhepunkt dann nicht sieht. Ich bin ja, ich liebe ja solche Montagen, ne? Also sozusagen auf den Schwerthieb zurück wieder, wie die Brüste betatscht werden und dann wieder zurück auf David Bowie, der so guckt und alles ist so eine beobachtende Kamera. Es wirkt ja fast dokumentarisch in dem Restaurant, ne? Und dass das so ein, also das ist so ein Stil. Also Dicus Vogue ist ja berühmt für seine Liebesszene, die er montiert und inszeniert hat in Wenn die Gondeln Trauer tragen, Don't Look Now. Das kann man sich übrigens jetzt auch beim Cine Couch Podcast in einer der letzten Ausgaben mal zu Gemüte führen. Die sprechen über den. Es ist so, dass also da hat er ja auch das aufgebrochen. Ne? Also wir sehen also eine Szene, die in der Gegenwart spielt, die etwas ganz Sinnliches ist und dann springt aber durch die Parallelmontage wir noch vor und zurück in der Zeit zu anderen Ereignissen und da werden Verbindungen aufgemacht, die liegen nicht in der sozusagen, das sind keine linearen Verbindungen, sondern es ist dann eher so philosophisch. Und ich habe das Gefühl, dass das aber etwas ist, was heute eher irritiert. Ne? Also ich genieße das total. Ich weiß noch, als Cloud Atlas rauskam, und da dachte ich, oh geil, jetzt haben quasi die Wachowski-Brüder und Tom Tykwer auch sowas jetzt. Ne? Die nutzen das jetzt aus und werden auch solche gewagten Montagen machen. Ja, gelegentlich. Als wäre es gar nicht mehr möglich, so mutig das zu machen. Ich weiß natürlich auch gar nicht, inwieweit auch schon damals im Jahr 76 dieser Film eher ein Arthouse-Film gewesen ist. Also ja, er ist also mit Sicherheit schon, ich weiß gar nicht, ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, wie der im Kino gelaufen ist oder so, ne? Aber es ist, ja. Also ganz kurz, die Wachowskis waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon Schwestern oder sind ja Schwestern. Ah ja, sehr schön, danke. Das war der eine Punkt und zum Thema also Bruder Kino. Bruder und Schwester, so, ne, genau. Ja. Nee, mittlerweile, glaube ich, beide Schwestern. Es sind, glaube ich, mit Lena und okay, ja. Okay, gut, dann bin ich up to date gewesen, aber auf jeden Fall war es schon Lena Wachowski. Und zum Thema Kino, ich hatte halt noch gelesen, dass ursprünglich Paramount die Rechte gekauft hatte, bevor der Film gemacht worden ist, für Nordamerika, die Kinorechte. Und als der Film dann fertig war, haben sie gesagt, nee, das haben wir nicht unterschrieben. Und dann gab es noch ein bisschen Klagezeug und dann hat ein anderer Verleih ihn in die Kinos gebracht. Und dementsprechend kannst du dir schon ausrechnen, dass der eben nicht so der super Blockbuster dann war. Damals nicht in Amerika. Für mich war das auch so ein, oder ich glaube eben gerade dann in dieser Anfangsphase auch so dieses, okay, dieser Film wird mir nicht immer alles komplett ausgesprochen auf dem Silberteller präsentieren. Ich darf selbst ein bisschen so mitdenken und sollte hier auch weiter wach bleiben und genau gucken, was hier passiert und was nicht passiert. Der ist schon ein bisschen, also in der Hinsicht ein bisschen anspruchsvoller und das mag ich auch ein bisschen, wenn er mir nicht immer sagt, das ist so und das ist so und so. Und ich weiß nicht, ob du dich dann noch so entsinnen kannst. Es gibt dann auch relativ am Anfang zweimal. Einmal, glaube ich, von Mary Lou so ein Off-Kommentar und einmal von dem Bryce. Oh, nee, genau, von dem Notar gibt es vor allen Dingen auch nochmal diesen Off-Kommentar. Und da überlege ich,
Wie ist das jetzt eigentlich? Erzählt er uns das? Soll das ein Mitschnitt von einem Fernsehinterview sein? Also das bleibt auch relativ unklar. Wir sehen da, glaube ich, eben so mal Passagen, einen Flug über die Stadt oder irgendwie sowas und hören dann eben diese Person sprechen. Wir sehen sie nicht, haben sie aber schon natürlich vorgestellt bekommen und es ist nicht genau zugeordnet, woher oder wem sie das gerade erzählen und wieso überhaupt. Also das fand ich auch sehr... Ah ja, okay. Nicht verstörend, aber doch aus dieser Sicherheit des, ach ja, na, Filme erzählen halt so und so, Dreiaktstruktur, bla bla bla. Nee, hier ist jetzt einfach mal so doch, so wie ich eigentlich das Gefühl habe, wir sind ja immer bei, oder hauptsächlich bei David Bowie. Ja. Oder bei seiner Figur eben von Thomas Newton. Newton, was für ein Name. Ja. Hüpfen wir denn da eben weg, so vor allen Dingen eben auf der sprachlichen Ebene dann in dem Moment. In Erinnerung hast. Ja, also dann tatsächlich, genau, kann ich mich nicht an diese konkreten Beispiele erinnern und merke aber gerade, dass das genau, es passt halt eigentlich auch ganz gut rein, dass das natürlich auch eben auf dieser Ebene ausprobiert wird. Ne? Also manchmal auch, ich meine, weißt du, wenn du plötzlich nicht in dem Modus bist, ich muss ja einfach kompakt schön die Einführung machen, dann ist alles klar, Setup und dann nach dem ersten Akt, ne, Wendepunkt, zack, zack. Also wenn du da so nicht rangehst, ne, sondern eher so, okay, der orientiert sich gerade, der schaut gerade und dann denkst du vielleicht auch noch so ein bisschen in der Metaebene, ja, die Zuschauer, die orientieren sich ja auch gerade und lass uns doch mal kurz in den Kopf von diesem Protagonisten und jetzt zu der und dann, also ich meine, also wenn man mit so einer Entdeckungslust im Schneideraum sitzt, erzeugt man natürlich schnell Konstruktionen, die dann für den Zuschauer oft kryptisch verschlüsselt wirken, so, ne, weil, Moment, wie soll ich das jetzt verstehen und zuordnen? Also, ich finde aber, das liegt natürlich daran, dass wir, also das ist die Gewohnheit, die uns das erschwert. Ich meine, ich merke jetzt zum Beispiel auch, dass mich Romane völlig aus der Fassung bringen, die mit Experimenten arbeiten, die wenn sie plötzlich Erzählerstimmen wechseln und dergleichen, und das ist hier nicht anders. Also ja. Ja. Ja, Mist, jetzt war gerade weg. Achso, genau. Ich habe auch den Eindruck, oder was mir so aufgefallen ist, mein Gefühl, nachdem ich so 2-3 Mal über eine Inhaltsangabe gestoppelt bin, war eben immer dieses, na, er kommt auf die Erde, will eben Raumschiff bauen und Wasser mit zurücktransportieren. Und dann habe ich aber so festgestellt beim Film gucken, es bleibt relativ lange oder es wird nicht offen ausgesprochen. Das ist so eine Sache, die sich vielleicht so nach 1,5 Stunden, also der Film geht 2:20, sage ich jetzt mal ungefähr, oder 2:10, 2:15, aber so, es dauert über 1 Stunde, bis das so wirklich relativ konkret auch mal gesagt wird, warum er nur eigentlich da ist, weil viel immer so ist, ja, es bleibt geheimnisvoll, sie sagen hier nicht offen, was er möchte, er gibt keine Interviews, bla bla bla, alle suchen nach ihm, aber es bleibt eben sehr lange offen, ja, was will er eigentlich genau? Und selbst wenn wir wissen, dass er irgendwie, oder wir wissen von Anfang an, weil wir ja gesehen haben, dass so ein Raumschiff da abgestürzt ist, ja, dass er nicht von der Erde ist, aber was er nun genau machen will, das behält er uns als Zuschauern auch vor. Das wissen wir auch nicht. Dadurch, dass das eben offen bleibt, haben wir eher so, ich muss mich vielleicht auf die Charaktere stützen, auf das, was er mir sonst so erzählt, aber die Geschichte, also wie zum Beispiel der Held muss seine Tochter aus den Klauen des Bösewichts retten oder so, ist das ja nicht. Sondern es ist eher so dieses, er kommt da an und guckt sich jetzt erstmal um auf der Welt. Er hat einen Plan irgendwie, aber wie gesagt, den erzählt er weder uns noch eben den anderen Figuren in diesem Film. Ich habe so gemerkt, dass, also das ist eine große Herausforderung, aber ich kann einfach gut in diesen Bildwelten bleiben und merke auch, dass der Film immer sehr positiv wirkt im Rückblick. Und ich aber auch, ich saß eben auch im Februar wieder und musste mich, ja, richtig, stimmt. Aber ich hatte zum Beispiel da dann auch eine diebische Freude daran, das jetzt gerade in einem großen Saal zu gucken, ne? Also auch zu wissen, dass jetzt alle gerade diese gleiche Reise unternehmen. Aber mir ist auch klar, das ist einer von den Filmen, die, wenn man die zu Hause, also eigentlich ist das ein Film, der darf einen im Nachtprogramm fesseln. Man kann nicht mehr wegschalten. So, ne? Eigentlich ist das der Film so. In meiner Rezeptionsgeschichte war es ja sowieso,
viel das Fernsehen, das mir so eine Filme beigebracht hat, und der gehörte dazu. Das war einer von diesen Filmen, die nicht aufhören konnte zu gucken. Nicht, weil ich sie verstanden habe oder weil sie den gleichen Spannungen irgendwie eines Hollywood-Reißers quasi geboten hätten, sondern einfach, weil sie ihren eigenen Weg gegangen sind. Ja. Also ich würde zum Beispiel behaupten, ich habe ja, das ist tatsächlich mein Erstkontakt mit Nicholas Roeg. Also auch den Gondeln Trauertragen hatte ich damals bei uns im Kino nicht selbst geschafft. Okay. Ich würde behaupten, der zieht halt seinen Stiefel durch und man erkennt, oder also würde ich jetzt ausgehend von diesem Film behaupten, wenn ich jetzt nochmal einen Nicholas Roeg Film sehe, dann könnte ich einfach von der Machart her sagen, das ist von dem, ohne wenn ich es jetzt nicht wüsste, was jetzt schwer ist, weil ich es wahrscheinlich schon dann weiß. Nicholas Roeg hat bei mir was Ähnliches ausgelöst wie seinerzeit auch John Boorman, wo ich den einfach, also genau, weil einfach so eine klare Handschrift, die spürbar neben dem Mainstream einfach läuft. Und ich versuche gerade jetzt auch in meinem Gehirn nochmal zu wühlen, welche Filme das noch waren, die da ganz schön reingehackt haben, wo ich dachte, oh, alles klar, in diese Richtung geht's auch noch. Genau, das ist jetzt diese Stelle, die ich schon angekündigt habe, dass plötzlich mir, gleich wird's mir auf einmal einfallen, was nur daran liegt, dass ich jetzt parallel gerade durch die IMDb scanne. Es würde ein Bildschirm vor mir öffnen. Ja, ja, genau. Und das ist sie schon, das waren richtig, das sind die ganzen 80er, die da noch so geknallt haben, das stimmt, ja. Also nur mal so, weil ich es jetzt gerade sehe, dann kann ich es auch noch schnell raushauen. Track 29, Track 29 und Castaway, das sind auf jeden Fall nochmal Filme, die Sehgewohnheiten herausfordern und die hängen geblieben sind. Und es ist wirklich ein spannendes Experiment, dass der 1990 das geschafft hat, quasi einen verhältnismäßig kommerziellen Film zu drehen. The Witches, Hexen mit Angela Houston. Genau. Und wenn man den sieht, der hat so ein paar herrlich fiese Abgründe und Momente und Szenen. Also ich glaube, da haben wahrscheinlich damals die Produzenten auch gedacht, Alter, bist du verrückt? Ich dachte, du machst uns hier einen Familienfilm und du baust da solche Momente ein. Der ist ziemlich verstörend, was aber gut zu dieser Vorlage von Roald Dahl passt. So, also das muss man jetzt als Einschub vielleicht an der Stelle reichen. Ich will nur noch mal deutlich zustimmen, ja, ein Nicholas Roeg Film, hat man einen gesehen, erkennt man den nächsten schon gleich wieder. Ne? Das ist so eine, ja, es ist die Ästhetik von Parallelmontagen, die nicht überlegen, den Plot voranzutreiben, sondern ein Gefühl auszuprobieren, Kontrast und Gegensatz einfach mal als sozusagen bewusst, also ich glaube, der macht eine Parallelmontage nicht, weil er schon weiß, dass jeder Zuschauer jetzt das und das, also alle das Gleiche denken, sondern weil er weiß, das wird jetzt sehr unterschiedlich wirken. Und er ist neugierig darauf, wie das jetzt wohl wirkt. Also so erscheint mir das. Deswegen habe ich diese Fantasie, dass der im Schneideraum auch, dass es da vielleicht manchmal etwas möglich war und man mal, dass man ganz viele Sachen ausprobiert hat so. Ich glaube nicht, dass der für sich so einen, also für den heißt, glaube ich, eine gute Drehplanung und eine gute Schnittplanung nicht, dass der vorher schon ganz viele Antworten hat, sondern der hat bestimmt zig Fragen, lauter philosophische Anrisse. Wie wäre es, wenn wir das durch die Augen eines Außerirdischen unsere Gegenwart betrachten? Und das ist ja für uns auch toll zu sehen, weil wir betrachten ja nicht mehr die Gegenwart, sondern schauen so zurück in so eine Welt der 70er, die auch sehr geprägt ist, auch von so einer politischen Angst, so, ne? Das schwingt ja auch noch irgendwie so mit, so eine, also nicht, dass wir nicht uns mit Angst und Politik, das ist für uns ja jetzt auch nichts Unbekanntes, aber das ist, ja, ich weiß auch nicht, also dieser Skepsis so, das, ja, ich weiß nicht, ob das noch so eine Angst vor dem Kommunismus ist, aber also da ist schon viel Argwohn drin, so, ne? Also zum Beispiel die Idee, dass der quasi so ein geniales Wissen hat, mit dem er ja unendlich reich werden könnte, und dass ihn das jetzt scheinbar primär schlussendlich nicht so interessiert, sondern, also ich, oder sagen wir mal so, es ist ja interessant, dass das eigentlich sein Untergang wird, in dem Moment, wo scheinbar der Reichtum alleine doch irgendwas Befriedigendes sein könnte. In dem Moment, wo er dem mal ganz kurz auf den Leim geht, ist eigentlich vorbei. Wie findest du eigentlich die Idee? Also das ist mir, glaube ich, auch erst hinterher so richtig bewusst geworden, oder weil sich mir so die Frage aufdrängte,
wie ist der eigentlich da hingekommen? Ja. Und woher weiß der, also wieso spricht er eigentlich Englisch? Woher kann der das alles und so? Und dann eben dieses, ja, wir haben das im Fernsehen gesehen und dieser Gedanke, diese Wellen, die halt ausgesendet werden vom Fernsehen, die kannst du planetar, interplanetar empfangen. Wie ist denn für dich dieser Gedanke, wenn mal jemand zu uns kommt, dann nimmt er einfach alles, was der aus den Sachen, die im Fernsehen laufen, weiß. Hat er dann eigentlich ein gutes Bild von uns? Hat er ein richtiges Bild von uns? Also das finde ich eine gute Frage zum Thema, was haben wir eigentlich so für Fernsehen oder was bekommen wir eigentlich so gezeigt? Und haha, gerade Nicholas Roeg dann ja eben, was wir gerade schon gesagt haben mit seinem Stil, wie er uns Sachen zeigt, ne? Also eine sehr gute Frage und ich finde, zu der Frage gehört noch der Teil dazu, durch welche Augen wurde das gesehen und wahrgenommen? Und dafür stehen ja auch diese beiden Augenfarben so, ne? Dass einfach nur klar ist, dass das eben nicht so, also es gibt nicht dieses 1:1 Wahrnehmen. Ich mochte das auch sehr, das fällt mir gerade ein, dass in Contact das auch am Anfang so ist, dass ja der Film damit anfängt, der Film von Robert Zemeckis aus dem Jahre 97, dass die sagen, alles, was wir so mit per Funk schon rausgeschickt haben, dass das ja irgendwie durchs All schwirrt und irgendwo ja auch mal ankommen könnte. Und wenn man dann noch drüber nachdenkt, wie das ist, diesen Satelliten, in denen diesen ganzen Kram, die goldene Schallplatte und all die Bilder und Beschriftung, wo man versucht hat, mal die Menschheit mal kurz auf den Punkt zu bringen, aber es irgendwie auch so zu kommunizieren, dass man es auch mit ganz anderen Sprachen und Gedankengängen vielleicht nachvollziehen kann. Also absolut unmöglich. Was immer sie gesehen haben, kann niemals eine Hilfe, also war bestimmt keine große Hilfe, um dann das zu verstehen, was man denn vor Ort erlebt, weil ich meine, überleg mal, der könnte ja, je nachdem, was er gesehen hat, hat er vielleicht zum Beispiel das Gefühl einer ganz liberalen, offenen, neugierigen Welt. Ich meine, es gibt ja Filme, Dokumentationen, die erzählen diesen Teil, den es auch gibt, aber es gibt ja auch all das andere und er landet nun halt in so einer, ja, also dann weiß ich, wie will man das denn nennen, wo der da, das ist so. Ich glaube, ich habe bis heute noch gar keine richtige Vorstellung davon, was für ein riesiges, unübersichtliches Land Amerika ist. Und so ein bisschen landet er ja quasi im Nirgendwo. Also ich weiß gar nicht, werden Städte später irgendwie erkennbar? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Das Ortseingangsschild, Haleyville. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in New Mexico war, selbst nochmal. Und sein Autokennzeichen ist ein New Yorker oder ist irgendein bestimmtes Kennzeichen, was eben überprüft wird. In der Hinsicht ist das schon lokalisierbar. Wie gesagt, gedreht hauptsächlich in New Mexico, also an der Grenze zu Mexiko. In der Hinsicht wäre es verortbar, ja. Ja, und dann ist mir eben beim Film auch einmal bewusst geworden, weil ich immer überlegt habe, sind das eigentlich Erinnerungen, wenn wir sozusagen seinen Heimatplaneten sehen oder ist das eben auch wieder eine Art Parallelmontage, also dieses unterdessen auf dem Heimatplaneten die Mutter mit den beiden Kindern verreckt langsam, weil dann vor allem ja die eine Szene kommt, wo er sozusagen ausspioniert werden soll von dem Raptoren-Charakter und dann sehen wir, also kommt eben der Werbespot, wo er zu sehen ist und dann sehen wir eben, wie die Frau das anscheinend auch gerade sieht über dieses ausrollbare Blatt, wo sie dann die Fernsehbilder sehen kann und wo ich dann dachte, okay, das muss also eigentlich gleichzeitig sein, das heißt, noch lebt sie auch und so. Das wäre auf jeden Fall auch mein Gefühl, aber es ist auf jeden Fall unklar und auch den Aspekt wird mir jetzt erst wieder bewusst, dass es auch dieses, dass es nicht nur die Erinnerungen gibt von ihm, sondern auch etwas, was, ich meine, vielleicht sind das seine Befürchtungen und so weiter, ne? Das ist aber. Ja, also ich frage mich dann auch, ob er nicht auch gleichzeitig eher eben diese Fähigkeit besitzt, auf seinen Planeten schauen zu können, irgendwie mit seinen Gedanken oder was weiß ich. Also dass er sieht, wie seine Frau ihn sieht. Oh Gott. Ne? Zum Thema so schauen können, der kann ja tatsächlich eine ganze Menge. Gibt's auch diese Sequenz, wo der doch in die Vergangenheit schaut. Weißt du, wo er so aus dem Auto fahren die da genau, so ja. vorbei? Ja, ja. Das ist übrigens eine dieser Szenen, die in der deutschen Fassung ursprünglich oder zur ursprünglichen Kinoaufführung geschnitten waren und die jetzt eben original mit Untertiteln, beziehungsweise gibt dieses nicht synchronisiert, die Szene. Gut, dass du das mal sagst, weil das war eine von den verblüffenden Szenen bei der Berlinale, wo ich dachte, das ist ja doll so. Also da bin ich halt fest davon ausgegangen, dass ich die halt nicht mehr erinnern konnte, aber es wäre ja vielleicht sogar möglich, dass ich von alten Fernsehausstrahlungen sie auch einfach nie gesehen habe. Ja, also es sind irgendwie, glaube ich, also kannst ja bei Schnittberichte nachschauen, ganz normal. Ja. Fünf, sechs, zehn oder so sind das, glaube ich. Und bei der, also genau, bei der OMU-Fassung am Freitag war das auch alles eben kein Problem. Und dann bei der deutschen Fassung, die startet dann und da hatte ich wieder gesehen, aha, das läuft irgendwie ein paar Sekunden länger, na wer weiß, was jetzt.
Synchro-Angaben oder so. Ja. Nee, da kommt nach dem Studio-Kanal-Logo am Anfang der Hinweis. Im Vergleich zur ursprünglichen Fassung, zur ursprünglichen deutschen Fassung sind hier eben, ist das jetzt die ungekürzte Originalfassung und da sind eben ein paar Szenen jetzt im Original mit Untertiteln wieder eingefügt worden. Und dadurch war es auch so, ah ja, okay, klar, gut zu wissen. Ja, ich merke gerade, ich will das einfach nur mal so einschieben, was ihr habt, das für mich ist das einer von diesen wirklich besonders schönen Filmen, in denen das CinemaScope so toll zur Geltung kommt. Also ich finde, dass der, also so wie er sozusagen, wie Woke natürlich ein großes Interesse dran hat, auszureizen, was man so im Schnitt erzählen kann, so wird das wirklich auch in der vollen Breite auch immer wieder ausgenutzt. Ne? Also da ist wirklich jeden Millimeter, den man mit einem falsch eingestellten Cache da irgendwie weglässt, da würde schon die aufregenden Kompositionen manchmal kaputt machen. Es schießt mir einfach nur gerade so ein, dass ich finde, dass der Film auch ein sehr überzeugender optischer Genuss ist, einfach was das angeht. Mir kommt da auch gerade wieder einfach so eine beliebige Szene, da ist irgendwie so, wird so vor eben auf diese Wolkenkratzer von unten oder vom Boden aus auf die Wolkenkratzer geblickt und dann wird so ein Schwenk gemacht mit der Kamera und dadurch gibt es natürlich auch so eine Verzerrung, ja, auch allein durch die Linsen und wie die eben Gebäude einfangen. Und also wie die Gebäude sich plötzlich scheinbar bewegen selbst, obwohl nur die Kamera geschwenkt wird. Das war auch so ein Punkt, wo ich so dachte, ja krass, das ist eben Format und was da alles zusammenkommt, wodurch das eben so entsteht, dieser Effekt auf mich. Das ist, glaube ich, das, was diesen Film, also das ist eben eine andere Form, einen subjektiven Bildeindruck zu vermitteln. Das ist schon alles eine Perspektive, dass also jemand Fremdes schaut auf andere Wesen so, ne? Also ich habe das Gefühl, so im Schneideraum und hinter der Kamera hat man sich in den Charakter von David Bowie sozusagen auch hineinversetzt, ne? So was wäre, wenn ich das jetzt mal genau nicht, ich guck das jetzt von hier oder wenn die das Kostüm ausgewählt haben, gibt's irgendwie eine krass entstellende Brille, ja, zack, setzen wir ihm auf. Das ne, ist auch wieder was finde ich, einerseits so ein bisschen, haha, man lacht darüber, weil es einfach komisch aussieht, aber gleichzeitig ja eigentlich auch so eine Reflexion über dieses, ne, wie nimmt man das wahr, was sieht man oder wie sieht man etwas so, also das finde ich ist da auch schon sehr augenfälliger Kommentar. Ja, ne, ich finde, also ich kann mich da nicht zusammen, also das macht natürlich Spaß, das jetzt auch mit zeitlichem Abstand, sowas denke ich nicht, während ich den Film gucke, aber wenn ich mich daran erinnere, dass dort also Menschen mit hochspezialisierten Brillengläsern herumlaufen, die aber eigentlich den Eindruck vermitteln, jetzt sieht er gar nichts mehr, ich finde, das ist ja vielleicht auch so eine menschliche Eigenschaft, ne? Also wo das Wissen scheinbar so hoch entwickelt ist und auch gepflegt wird und das führt aber zu einer Spezialisierung, die schon fast blind macht, blind auch für sich selbst und seine Bedürfnisse und seine Umwelt. Und es braucht dann quasi dieses Alien David Bowie, das da vom Himmel fällt, um zumindest uns Zuschauern das bewusst zu machen. Man kann ja auch wirklich sagen, also den meisten Menschen um ihn herum, also so, ich weiß gar nicht, wie man da so nennen würde, wo der quasi auch eine Wirkung hinterlässt, dass die für sich irgendwie was verändern. So. Also letzten Endes laufen auch viele rum und vermitteln so den Eindruck, eigentlich bist du uns ein Rätsel. So, irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann eben so dieses, streckt man ihm die Hand aus oder hält man ihm, oder eben so diese abwehrende Hand? Also versucht man dann nicht eben, okay, der könnte mir gefährlich werden, so wie das eben hier Eastman Kodak nachher hat und spielen sie ihn aus und wir müssen ja erstmal wissen, ob er nicht irgendwas Böses im Schilde führt, so ungefähr. Nicht einfach dieses, oh, hallo, willkommen in unserem Kreis hier, so und so läuft das und gehör doch dazu oder du kannst gerne dazugehören, sondern, ja, Moment, du gehörst nicht dazu, wir müssen dich erstmal, müssen das erstmal überprüfen und vielleicht auch noch härtere Schritte anwenden, wenn du nicht das machst oder wenn du nicht so bist, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Was ja dann zu den anderen beiden Männern, die vom Himmel fallen, führt in gewisser bildlicher Übersetzung dann ja nochmal relativ spät im Film. Sag's mal schnell, weil da merke ich schon wieder eine Gedankenlücke. Sein Geschäftsführer hier, der Notar, wird ja umgebracht. Ach so. Von den, okay, ja. Das ist eben auch so diese, und sein Freund, Leibwächter, Geliebter, was auch immer das da ist, also von dem Geschäftsführer ja ebenso ermordet. Da auch wieder so eine Szene, ne? Da kommen diese beiden Typen und setzen sich so eine orange glitzernden Motorradhelme auf, wo ich auch denke, was ist das jetzt? Ja, stimmt. So zwischen
Ja, okay, die wollen sich vielleicht damit schützen. Aber es wird auch einfach nicht gesagt. Das machen die einfach. Und dann tauschen die auch noch die Helme, weil der eine, dem einen ist der andere Helm zu klein. Und ich stehe dann da und ich sitze dann da vor diesem Film und denke mir, warum? Und ich habe keine Ahnung. Und das mag ich aber auch, weißt du, weil er mich damit einfach so ein bisschen, genau, auch wieder erneut aus dieser Komfortzone, in der ich sowieso schon längst eigentlich gar nicht mehr bin, rausholt. Und ich halt immer noch da sitze und denke, krass, jetzt so eine komische Szene von den beiden Schlägertypen. Ja. Also das, auch da hat er mich dann wieder, fängt mich voll ein. Zumindest auf der großen Leinwand. Ja. Ja, ist ein Erlebnis. Und also ich finde auch, ne, ich habe dann auch so in der, gerade im Schlussdrittel habe ich dann auch so ein paar Mal gedacht, na, was kommt denn jetzt noch? Und jetzt ist seine lange Zeit Freundin, ist jetzt mit seinem verräterischen Arbeitstypen zusammen und dann aber diese letzte Einstellung oder dieser letzte Satz und die letzte Einstellung, die fand ich schon, einerseits habe ich so gedacht, das ist jetzt das Ende, irgendwie, warum ist das jetzt das Ende? Aber andererseits ist es auch ja irgendwie logisch, also wieso der Kellner darf den letzten Satz sagen oder sie sagen sich da gegenseitig diesen letzten Satz, ich glaube, er hatte genug. Ja, Mr. Newton hat von allem genug. Und dann nimmt er eben so seinen Kopf runter und hält eben den Hut da in die Kamera und dann setzt der Abspann ein und bleibt über diesem laufenden Bild. Also man sieht ja, wie im Hintergrund immer noch sich die Blätter bewegen und da der Wind weht. Und er hält also diese Pose und ich denke halt auch, ja, was ist jetzt eigentlich? Ne? Ein Happy End ist es nicht wirklich? Was ist das überhaupt? Oder und diese tolle Frage, was wollte mir der Dichter damit sagen? Oder was nehme ich da jetzt eigentlich mit raus? Bin ich mir auch immer noch nicht sicher. Ja, es hinterlässt so ein mulmiges Gefühl, einerseits, es ist auserzählt, ja, irgendwie schon, aber so wirklich befriedigt fühle ich mich nicht und vielleicht ist es auch die Absicht im Sinne von, naja, es ist halt nicht gut ausgegangen, diese ganze Reise, konnte seine Familie nicht retten, die ist anscheinend verstorben jetzt und er weiß auch nicht, was er jetzt noch machen soll, das ist krass. Nee, ich merke gerade, ich spüre gerade dem auch nochmal so hinterher, warum sozusagen unterm Strich ich das nicht mehr so konkret erinnern konnte, dass das noch läuft, sozusagen, das Drama auf dem Planeten scheinbar. Und dann merke ich, naja, letztendlich waren die dem Tode geweiht. So, es ist ja nicht so, dass das da besonders erfolgsversprechend aussieht. So, also irgendwie, also jedenfalls die ganze Zeit strahlt dieser Film alles andere als Hoffnung aus, dass der dann demnächst dann da irgendwie hinfliegt und dann läuft das alles so, ne? Und man sich auch fragt, was ist das eine Welt, in der die da versuchen zu überleben? Also okay, dann haben die vielleicht etwas Wasser, aber was dann? Also das scheint diesem Planeten auch irgendwie nicht mehr auf die Sprünge zu helfen. Und somit ist es ja eigentlich eine Fluchtgeschichte, die uns ja ganz aktuell einfach auch, also ganz präsent ist einfach. Da kommen Menschen, sind auf der Flucht vor etwas, weil eigentlich ihre Heimat gerade zerstört ist oder zerstört wird, aber teilweise ja wirklich auch schon einfach richtig, also platt gemacht. Also es gibt nichts, wo man bleiben kann, flüchtet, nur um irgendwo anzukommen, wo man sich irgendwie nie so fühlt, als könnte man da ankommen, um dann ja eigentlich festzustellen, dann ist man eigentlich im Moment, wo David Bowie denn nur noch den Kopf sinken lassen kann und sozusagen sich unter seiner Kleidung versteckt, ich bin jetzt eigentlich nirgends, ich kann nicht mehr zurück und da, wo ich bin, da bin ich eigentlich auch nicht richtig willkommen oder ich bin auch... Also ich kann nicht so richtig sein. Also das Willkommen ist nochmal das eine, aber das auch sein können so, ne? Also da was zu finden, wo man so andockt so. Er bleibt. Ist ja auch. Also es ist, ich meine, eigentlich ist das die tragische Geschichte von einem Alien, das sozusagen das Auto, also dadurch, dass er ein Alien ist, also er, es ist wie so, als wäre das die neue Identität, die Identität, nicht mehr ankommen zu können. Also ja, genau. Es ist tragisch. Ist ja auch ein schöner Aspekt, ne? Also er spricht ja auch Englisch und also eigentlich, sie verstehen sich sprachlich, aber dann eben ja auch auf einer anderen Ebene eben wieder nicht. Also das ist ja auch ganz schön in dieser Eröffnungsszene. I have a British passport oder wie er das da genau sagt. Also dieses, ja, für die ist er eben dadurch natürlich auch ein Alien, das ein Brite, ein Engländer, was machen die denn hier? dass das eben so bleibt, ja. Ich meine, das ist ja vielleicht, ist das ja auch ein großer Verdienst, wenn Kunst es schafft,
wenn die offenen Fragen so universell gestellt sind, dass sie eben, was immer gerade die gegenwärtige Situation der Menschen ist, die sich das Kunstwerk anschauen, wenn die das einfach damit verbinden können. So, ne? Das, ich glaube, das macht wahrscheinlich die Kraft von, ich sag jetzt mal, so guter Kunst aus. Ne? Also einfach nur Fragen zu stellen und alles offen zu lassen, kann es allein nicht sein. Aber wenn es stark genug formuliert ist, dann passt es eben in was auch immer die Gegenwart gerade ist. So, ne? Also eine Welt, in der das gerade nicht so brennend in unsere Aufmerksamkeit dringen würde, dass wir scheinbar doch nicht ganz so weltoffen und liberal sind, wie wir es uns vielleicht vorgenommen haben und uns natürlich gute Integration wünschen, aber irgendwie auch ein bisschen dran mitarbeiten, dass das eigentlich auch gar nichts werden kann. Und dann tut so ein Film weh, ne? Weil der ja quasi, der bietet dazu ja keine Lösung an. Der beschreibt eigentlich nur sehr eindringlich, dass es so, wie es ist, es keine gibt und wir uns natürlich wiedererkennen können. Also ja, dann sind die Schläger und die Gewalttäter so überhöht und abstrakt dargestellt, aber man kann schon vermuten, dass, ja, da will man sich vielleicht sogar von staatlicher Seite gerade einfach eines Problems entledigen, so, ne? Es ist so, ja, das, es ist auf jeden Fall ein eher traurig stimmender Film. Also eigentlich interessant, danach eine Party zu machen. Ja. So viele gute Anlässe. Der Hauptdarsteller verstorben, der Film so grüblerisch. Ja, das stimmt. Und dann muss man auch mal wahrscheinlich einfach diese Musik, um vielleicht auch dieses Gefühl dann so ein bisschen abzuschütteln oder es irgendwie zu verteilen im Körper. Ja. Ja. Wie war das eigentlich? Hast du jetzt so vermutet, so, da gibt es bestimmt denn ganz viel David Bowie-Musik zu hören in dem Film oder sowas? Ich hatte, glaube ich, das hatte ich, also da der ja jetzt gerade erschienen ist von Studio Kanal nochmal nach ein paar Verschiebungen, der soll, glaube ich, ursprünglich im Oktober erscheinen und ist jetzt auf den 18. November noch, hat es sich so ein bisschen hinterhergeschoben und jetzt erscheint er wirklich und dadurch hatte ich schon mitbekommen, dass da auch der Soundtrack wohl so in Anführungszeichen erstmalig dabei ist und mitbekommen, dass das der Frontmann von The Mamas and Papas irgendwie ist, der sich da mitgekümmert hat und dass das irgendwie nicht geklappt hatte mit David Bowie. Der sollte oder wollte auch wohl den Soundtrack machen, aber vertragliche Doubles haben das wieder zerschlagen und dementsprechend ist es nichts geworden. Ja, aber das, was da so sphärisch vor sich hin ich kann das gar nicht, da fehlt mir leider echt ein Vokabular für. Also ich mag das sehr gerne, finde das sehr stimmungsvoll, finde es eine interessante Anekdote, wer dahinter steckt. Aber das, was ich jetzt mit einem David Bowie Sound verbinde, ja sicher, das wäre dann ein anderer Film geworden, so, ne? Also ich bin irgendwie ganz froh, dass die musikalische Ebene ist, eine andere ist, an die ich jetzt nicht direkt mit David Bowie in Verbindung bringe, so, ne? Also. Also es war jetzt nicht, also ich hatte jetzt gesagt, hier, das ist der eine von den Mamas und Papas, da war auch noch ein Japaner oder so, glaube ich, beteiligt, ne, um das jetzt nochmal so der Vollständigkeit halber, da ist noch mehr, da sind auch genug eingekaufte Songs noch mit dabei, aber eben nicht David Bowie. Ja. Ich finde übrigens, dass Nicholas Wilk auch immer wirklich der Mann der einen großen Szene ist, so, da schafft's, also ich finde, also ich habe auch schon Filme gesehen, in denen, also gerade Castaway, weiß ich, war ein Film, der mich jetzt nicht immer hundertprozentig überzeugt hat, aber es gibt mindestens immer eine wahnsinnig beeindruckende Szene, die also wirklich nachhaltig sich aufs Augenlid brennt oder auch auf die Pupille. Und ich finde, in The Man Who Fell to Earth war das auf jeden Fall, wenn dieser Mary Lou-Song kommt, diese Nummer auf dem Bett mit Waffe in den Mund nehmen, schießen, David Bowies Penis in großer Flasche. Es ist schon. Vor allen Dingen, nachdem der in vorherigen Sexszenen das immer so eher noch verdeckt worden ist, ne? Oder eben nicht so offensichtlich. Ne? Und dann hinten raus packt er eben aus. Und dann auch da wieder diese Montage mit Don't shoot, shoot now, jetzt und doch noch nicht, schieß noch nicht und jetzt. Auch das wieder eben, ne? Dieses Doppelbödige. Das fand ich übrigens auch krass in der Szene. Wenn sie dann so aufeinander schießen, kann man so eine Plexiglasscheibe erkennen, der Rauch so drauf knallt. Ich meine, also auch das wieder, ne? War das jetzt beabsichtigt oder sollte, weil er sagt ja auch, die haben Platzpatronen da nur drin, hat er mir verkauft und so. Also sollte man das sehen oder war das eher, ist halt so, weil wir da jetzt so genau hinluschern und fand ich auch wieder interessant, ja. Also war eine sehr, sehr eindrucksvolle Szene. Und ich muss noch kurz mit ranfügen, die ebenfalls Parallelmontage, wenn er da ist, wenn dann die Szene aus dem dritten Mann läuft.
Also er ist ja dann da in diesem, in diesem Ding und dann setzt die Musik ein und ich denke, so, also die ersten drei Takte und ich denke so, hey, Moment, das ist doch hier der dritte Mann. Was geht denn jetzt für eine Szene los? Ja. Und dann sehen wir, wie er das schaut und wie darüber eben diese Trennungsszene sozusagen verhandelt oder beziehungsweise wie Mary Lou mit ihrem neuen Freund darüber spricht, dass sie ihn ja mal gerne wiedersehen will und so. Ja. Also das war auch wieder super geile, also ja, für mich, aus meiner Sicht, ist das meisterhaft. Ja. Ganz starkes Ding, auf jeden Fall. Ja, ich meine, über Szenen noch zu sprechen, die also schwer beeindruckend sind und auch fast schon traumatisierende Wirkung haben. Also ist, wenn dieses Kabel zur Brustwarze geht, ist bei mir ja schon alles vorbei. Ne? Aber wenn da die Mediziner meinen, sie müssten sich mal noch ein bisschen was, eine Scheibe abschneiden, das... Oder, also ja, man kann sich vielleicht damit retten, dass, ah, ich erkenne doch die Prothese, aber es ist für mich ganz schwer zu sehen. Und auch der Vorgang als solcher, der da so passiert, weil so richtig ja, extrem und ungewöhnlich will mir das gar nicht vorkommen. Das scheint mir sehr plausibel, was da passiert. Naja, und es ist auch wieder so, ach hier, einer flog übers Kuckucksnest mäßig so ein bisschen, ne? Ja. Und oder all diese vielleicht auch Klischeevorstellung von wegen der unschuldige Patient und die bösen Ärzte. Auch da wieder diese Szene, ne? Dann sagt er hier, lass mich die Pupille selber rausnehmen, machen Sie das nicht. Und wie dann der Arzt so fast schon kindlich stibitzt ihm das und grinst dann auch so und die anderen, die so drumherum stehen, grinsen auch, wenn das für ihn ja so eine total erste Szene ist. Und auch ich als Zuschauer bin ja trotzdem so ein bisschen, ich kann mir schon denken, was jetzt kommt. Jetzt gibt er ihm das Wasser da zu trinken und dann klaut er ihm die Pinzette wieder aus der Hand. Also so diese tonalen Schwingungen oder wie das auch so manchmal hüpft. Also es könnte den Film kaputt machen, aber die Szene ist jetzt auch schon relativ weit im Film dann. Da nimmt, also das nehme ich dem ab. Das gehört dann irgendwie dazu. Da bin ich drin, da bin ich dabei. Das ist krass. Ja, wenn wir so über Szenen nachdenken, so dann kommen so plötzlich so die Erinnerungen zurück und ich kann es überhaupt nicht mehr einordnen, aber ich sehe einfach noch, wie in Zeitlupe dieser muskulöse schwarze Mann durch den Pool schießt und dann die nackte Frau, also beide sind ja nackt, so auf den Pool stellt und küsst und ist so, oh, was geht denn hier los, so. Das ist ja das Lustige, die küssen sich eben nicht. Sie deuten, glaube ich, diesen Kuss an und dann guckt er aber auch so halb in die Ferne, halb in die Kamera so. Ja. Das habe ich auch gedacht, ja, jetzt müssen sie eigentlich küssen, ne? Dann stehen sie beide dann nackt da vor dem Pool. Und auch da kam mir dann irgendwie, warum auch immer, so ein bisschen Reifeprüfung wieder in den Sinn, wenn Dustin Hoffmann da eben so auf dem Pool, im Pool umherhüpft. Ja, ich meine, die Reifeprüfung nimmt ja auch ganz viele so uramerikanische Bilder, also ich weiß auch nicht, also für mich ist ein Pool an einem Haus, das ist für mich amerikanisch so, also ich keine Ahnung, mir fehlt da vielleicht in der falschen oder nicht in der passenden sozialen Schicht hier in Deutschland groß geworden, ne, es wird auch nicht in Amerika überall einen Pool zu jedem Haus geben, aber ja, irgendwas ist das so, ne? Dieses das scheinbare amerikanische Glück irgendwie so und dann wird das so, ja, es ist eingefärbt und ja, der Mann, der vom Himmel fiel. Und ja. Also genau, wie gesagt, er ist jetzt gerade frisch neu erschienen in dieser restaurierten Abtastung. Deswegen ist für euch, liebe Hörer, eigentlich die Gelegenheit, wenn ihr jetzt nicht schon sagt, okay, das ist anscheinend der Film. Okay, ganz klar, ich auf Fall rein. Ihr könnt euch das Ding auf DVD, Blu-ray holen und wenn ihr auch erstmal anschnubbeln wollt, dann ist jetzt diese restaurierte Fassung, glaube ich, bei iTunes zu haben. Könnt ihr also hier jetzt bei eurem iTunes-Abspielgedings einfach nur mal rumklicken und seid schon da. Also ich kann die Sichtung nur hochgradig empfehlen, ohne dass ich weiß, was ihr für einen Filmgeschmack habt. Ja, als ich meine, selbst wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich hätte den und den Filmgeschmack, ob mir das jetzt wirklich sagt, ob der jetzt gut durchkommt oder nicht, ist mir, also dafür ist der wirklich ungewöhnlich genug, weil ich wüsste nur auch beim besten Willen nicht, in welche Schublade ich den schieben soll. Deswegen habe ich am Anfang auch von Experimentalfilmen gesprochen, weil im Grunde genommen ist dieses Genre in meinem Kopf immer genau für die Filme reserviert, die ich sonst nicht einordnen kann, die Dinge machen, die sonst kein Film macht, die herausfordernd sind, die einen aber dafür auch belohnen. Also für mich ist das definitiv keine Kategorie, wo die ich, also wenn ein Film mich quasi
nervt oder sozusagen über jede Gebühr irritiert, ohne oder nur mit sich selbst scheinbar beschäftigt ist oder so, dann ist das für mich ein Scheißfilm, so, weißt du, dafür gibt es nur eine Kategorie. Naja, ich meine, also es gibt Experimentalfilm, es gibt Arthouse-Film, es gibt Mainstream und es gibt Scheißfilm. Ja, ja. Und in der Regel ist, glaube ich, das, was unter Artfilm gerne mal verkauft wird, auf jeden Fall erstmal ein Scheißfilm. Und dann gibt es die großartigen Experimentalfilme von den großen Leuten und manchmal auch von den kleinen, zukünftigen großen Leuten. Ja. Bevor ich mir jetzt hier noch zu weiteren komischen, völlig unhaltbaren Thesen gewohnt steil versteige, bringen wir es zu einem guten Ende und freuen uns auf jeden Fall darüber, wenn ihr das auch gerne kommentiert. Und also das ist so ein Film, da würde ich jetzt gerne noch in der Kommentarspalte so ein bisschen weiter mit euch darüber reden. Wie war das für euch? Wie habt ihr den entdeckt? Was hat er mit euch gemacht? Was hat euch an dem Film geärgert? Was konntet ihr nie wieder vergessen? Nach wie vielen Minuten habt ihr ihn ausgemacht und wütend in die Ecke getreten? Ja, also da wollte ich übrigens vorhin hin mit meiner Geschichte, dass ich das also im Fernsehen entdeckt habe und dann nicht wegschalten konnte. Und das ist ein Film, der hast du erstmal die DVD im Regal stehen und wenn du ihn dann reinschmeißt, ist das eine ganz schöne Herausforderung. Ne? Denn, also, das können wir. Ja, also es ist schon geil, wenn es eine Situation ist, in dem dieser Film einfach läuft. Also wie im Kino oder im Nachtprogramm so, wenn man sich, man muss ein kleines bisschen dem schutzlos ausgeliefert sein. Um sich darauf einzulassen. Hat man die Möglichkeit, mit einer Pause-Taste das Ganze zu unterbrechen? Das passt nicht gut zu solchen Filmen. Fällt mir gerade so ein, dass ich mich immer gewundert habe und das eigentlich total bekloppt fand, dass David Lynch damals bei der DVD-Veröffentlichung von The Straight Story den wahrscheinlich einmaligen Fall geschaffen hat, dass ein Regisseur dem Studio klargemacht hat, es gibt keine Kapitel bei meinem Film. Oder ich weiß nicht, ob das bei einigen anderen älteren David Lynch-Filmen ist das auch der Fall. Weil einfach der Gedanke, dass die Leute auf die Idee kommen könnten, irgendwie in dem Film hin und her zu springen, völlig absurd für ihn war. So kann man doch keinen Film gucken, so. Und eigentlich wäre jetzt konsequent gewesen, dass sämtliche Kontrollmöglichkeiten ausgeschaltet sind. Also man kann die einlegen und durchlaufen lassen und sonst nicht. Ja. Ich finde, dieses Feature, das würde einem Film wie The Man Who Fell to Earth eigentlich auch passen. Also so. Da habe ich doch noch eine steile These reingehauen. Max. Meld mal schnell Patent an. Nee, aber. Das war jetzt ein super Bogen. Patent anmelden. Ja. Das passt zum Film. Ja, da war er doch seine Patente da hat am Anfang. Ja, also ja, ist schön, dass du noch wieder einen Bogen hin zum Film findest, wo wir doch gerade versuchen, einen rauszukriegen. Was jetzt vielleicht ganz angemessen wäre, wenn ich das dann jetzt schon so auf dem Schirm hätte. Was schauen wir denn eigentlich nächste Woche? Nächste Woche schauen wir genau das Gleiche nochmal. Da kommen auch wieder Menschen oder Wesen nach Amerika, die da auch so ein bisschen fremd sind. Ja. Also ich behaupte das einfach, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ja. Aber das ist so das, was ich aus den Erzählungen weiß. Da kommen Menschen nach Amerika und auch das führt zu Konflikten. Und der Film nennt sich Red Dawn. Ja. Ist das von John Milius? Behaupte ich jetzt einfach? Ja, das ist John Milius, ja. Ich weiß gar nicht, ob er es auch geschrieben hat. Über solche Details werden wir noch reden. Lieber Max, du kannst dich ja schon mal darauf vorbereiten und unseren Stargast nächstes Mal bitte auch. Die Kali, wenn ich die Ebene nicht finde, auf dem ich irgendeine ironische Distanz finden kann, dann werde ich das zum Anlass nehmen, einfach über all die furchtbaren, also über all das Herz ziehen und mich darüber aufzuregen, wie es eigentlich sein kann, dass wir Menschen so dumm sein können und glauben, wir lassen uns auch noch von unserer eigenen Dummheit bestens unterhalten und tun so, als wäre es vielleicht ganz geil, einfach mit Gewalt die Dinge zu ändern, die man einfach nicht versteht. So. Kryptisch genug vielleicht. Ich bin wirklich gespannt. Es ist ein Film, den ich jahrelang konsequent gemieden habe, aber auch nur aus Vorurteilen. Ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen oder so. Ich weiß wirklich. Also du hast ihn auch noch nicht gesehen? Nein. Ich sehe den dann auch zum ersten Mal. Also hätte ich den gesehen und würde ihn so finden, wie ich jetzt denke, dass er ist, dann hätte ich mich gewehrt dagegen. Aber da ich ihn nicht kenne, gucke ich mir den gerne mit euch an. Und ich schätze euch auch sehr als Menschen und bin mir ziemlich sicher, das sollten wir feststellen, dass wir dort übelste kriegstreiberische Propaganda gucken. Dann werden wir das auch in dem Filmgespräch zu Wort bringen. Oder. Mal schauen.
Vielleicht ist es ja wirklich eine kleine, dreckige, schmutzige Komödie, die sich nur als kommerzielle Kriegsverherrlichung tarnt. Wir werden es uns mal angucken. Ja. Und damit entlassen wir euch in eine wunderschöne Woche. Habt viel Sonnenschein, guckt Filme, habt Spaß dabei. Ja. Das war jetzt auch so ein schöner kleiner Bruch. So, den wollten wir euch jetzt auch so. Nikos Röhk hätte es auch nicht anders gemacht. Tschüss. Okay. Macht's gut.